Hier wollen wir uns einmal orientieren, wie unser Immunsystem funktioniert und was es für Aufgaben hat. Wir können unseren Körper vielleicht einmal als ein Fußballfeld betrachten, in dem eine Auseinandersetzung vollzogen wird zwischen den Mikroben und der Abwehr. Bei den Mikroben wären das Bakterien, Mykobakterien, Pilze, Viren, und schließlich Würmer und Parasiten, die uns täglich attackieren. Und damit keine Schäden entstehen, brauchen wir unser Abwehrsystem, was hier besteht aus Makrophagen, Granulozyten, Plasmazellen, T-Zellen, B-Zellen, dendritischen Zellen, aber auch aus löslichen Faktoren wie Immunglobulinen oder Komplementfaktoren. Neben der Infektionsabwehr brauchen wir unser Immunsystem auch, um der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen vorzubeugen, die Entwicklung von Allergien zu verhindern oder auch die Entwicklung maligner Zellen. Dazu haben wir eine Reihe von Abwehrmechanismen, die zum Teil angeboren sind. Angeboren heißt, sie sind dann auch sofort verfügbar, sind keine Lernvorgänge nötig. Sie sind gegen viele Erreger gerichtet, also unspezifisch, haben aber kein Gedächtnis. Das heißt, bei Zweitkontakt mit demselben Erreger läuft die entsprechende Reaktion genauso ab wie beim ersten Mal. Anders bei den erworbenen Abwehrmechanismen. Diese werden erst innerhalb von Tagen bis Wochen ausgebildet. Die Immunreaktion wird erlernt. Sie ist dann nur gegen einen Erreger gerichtet, also spezifisch, und sie hat ein Gedächtnis. Das heißt, bei Zweitkontakt mit demselben Erreger läuft diese Immunreaktion verstärkt ab. Im Einzelnen haben wir humorale, also lösliche Faktoren wie Immunglobuline, Komplement, Zytokine, Chemokine und Interferone. Und wir haben zelluläre Elemente, bei denen dann die Anwesenheit einer Zelle erforderlich ist, um diese Immunreaktion ablaufen zu lassen. Das sind dann die B-Zellen und Plasmazellen, T-Zellen und ihre Subpopulationen, Monozyten, Makrophagen und dendritische Zellen, Granulozyten und schließlich NK- und NKT-Zellen. Zellen kommunizieren miteinander. Das ist hier sehr vereinfacht einmal dargestellt. Wenn wir in einer Immunzelle 1 zum Beispiel Zytokingene im strukturierten DNA-Bereich haben, dann müssen diese erst einmal angeschaltet werden, was geschieht mit Hilfe von Transkriptionsfaktoren. Es kommt dann zur Transkription und Bildung von Messenger-RNA und deren Translation führt zur Synthese eines Zytokins. Auf der Immunzelle 2 haben wir dann einen entsprechenden Rezeptor für dieses Zytokin, was einen Signalweg auslöst, der schließlich auch in der Bindung von DNA-bindenden Faktoren resultiert und zur Transkription anderer Gene, zum Beispiel für Zytokine, aber auch andere Gene. Unser Immunsystem entwickelt sich in unterschiedlichen Organen. Das angeborene, unspezifische Immunsystem in erster Linie in Knochenmark und Leber, während das erworbene, das spezifische Immunsystem sich in erster Linie in Knochenmark, Thymus, Milz und Lymphknoten entwickelt. Kommen wir zurück zu unserem Fußballfeld. Was passiert, wenn in der Abwehr nur ein Element ausfällt, wie etwa die Granulozyten? Dann besteht die Gefahr, dass Mikroben wie etwa Bakterien dort diese Defizite in der Abwehr nutzen, invasiv werden und zu schweren Infektionen führen. Das also ist das Hauptthema von immundefekt.de. Wir wollen
Informationen liefern, dass bei schweren Infektionen mit Organschäden an Immundefekte gedacht wird. Und dazu werden wir einige Detailinformationen zur Verfügung stellen. Zum einen sind das die Informationen zur Funktion unseres Immunsystems. Fast täglich erscheinen bei immundefekt.de die aktuellsten PID-Publikationen aus PubMed. Wir stellen immunologische Tabellen zur Verfügung zu altersabhängigen Normalwerten für wichtige Laborbefunde. Wir liefern PID-Informationen für Ärzte zum Beispiel die Definition des Begriffs Infektanfälligkeit. Wir liefern die PID-Klassifikationen von 2003 bis 2017 in deutscher Sprache. Und in Zukunft vorgesehen sind Informationen zur Pathophysiologie primärer, also angeborener Immundefekte. Wir wollen Sie überzeugen mit diesem Tipp. Besuchen Sie immundefekt.de täglich. Es wird sich lohnen.